Yo, was geht ab? Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mich gerade fertig gemacht, weil ich gleich arbeiten muss. Und ich hoffe, dass ich es noch schaffe, vorher in die Apotheke zu gehen. Weil das mit meinem Husten hört einfach nicht auf. Und das ist jetzt schon die vierte Woche, wo ich diesen Husten habe. Das ist echt uncool. Mega. Und ich bin halt überhaupt nicht die Person, die zum Arzt geht oder sich irgendwelche Medikamente reinzieht oder so. Also Medikamente gar nicht. Und Christine hat mir gestern irgend so ein Hustentropfen-Zeugs gesagt. Und eventuell ist das sogar pflanzlich. Deswegen gehe ich mal in die Apotheke. Was macht mein Kater das? Als was wird das? Lauf doch irgendwo lang, wo du auch lang laufen kannst und wo du nicht runterfällst. Aber nein, hinterm Computer muss lang gelaufen werden. Naja. Deswegen muss ich da mir jetzt mal diese Hustentropfen holen. Weil ich will halt auch mal gerne wieder zum Sport. Aber krank zum Sport ist halt nicht so gut. Ja. Das denke ich, werde ich jetzt machen. Und dann geht's arbeiten. In die Hafenkantine. Du bist so ein kleines Opfer, weißt du das? Ja. Das werde ich jetzt machen. Diese Katzen, sie sind bescheuert. Und ich glaube, das Wetter könnte heute wieder ganz gut werden. Also bis jetzt ist es noch bewölkt, aber ich glaube, das könnte was werden. Ratet mal, wer gerade zur Bahn gelaufen ist und bemerkt hat, es fahren keine Bahn, weil gestreikt wird. Ich bin dann trotzdem noch schnell zur Apotheke geflitzt und jetzt mit dem Auto gefahren. Was mich nervt, aber ich kann niemanden ändern. Und jetzt geht es ab in die Hafenkantine. Ganz schön warm heute. Echt ganz schön warm. So. Aber schönes Wetter. Da freue ich mich. Oh, endlich wird es mal wärmer. Frühling, Sommer gefühlt schon. Ja, ja. Hallo. So, willkommen in der Kantine. Ich habe gerade den Hustensaft genommen. Er ist unfassbar eklig. Und mir ist so warm. Ich habe gerade draußen alles aufgebaut hier und jetzt schwitze ich. Sehr. Aber was soll's. Ich plane auch heute noch ein hoffentlich cooles Video zu drehen. Muss mal gucken, ob ich das alles schaffe. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen, das Wetter ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Und Fabio sehe ich heute wieder den ganzen Tag nicht. Erst wieder zum Schlafen. Das nervt. Hallo! Ich habe Feierabend. Schaut mal, wer da ist. Nach einer Weile. Okay. Und ich werde jetzt Hustensaft trinken. Und dann spielen wir Black Dog auf dem Balkon, weil schönes Wetter ist. Und Laura das noch nicht gespielt hat und das ist cool. I hope you like it. Ibims gespannt. Ibims auch gespannt. Okay. Komm. Okay. Let's fetz. Und wir haben gerade meine Küchenschränke ausgeräumt. So viel Zeug, was ich einfach nicht gegessen habe. Alles entweder verschenkt oder das, was abgelaufen ist, weg. Wurde mal Zeit. Ich guck mal, wer da direkt wieder sitzt auf seinem Spot. Oh wow, es ist fast schon ein bisschen fokussiert. Hallo? Aha. Stylzy! Hallo. Oh. Der kleine Stinger. Elsa ist auch da unten. Ah jo. Hallo. So, dann wollen wir mal. Bist du gespannt? Ja. Wo kommen die hin? Einfach daneben. So, Laura ist jetzt schon zu Hause und ich bin jetzt am PC. Werde jetzt mein Video für morgen fertig machen und koche mir dabei eine Hühnersuppe. Ja, das mache ich jetzt gerade. Jetzt mache ich mein Thumbnail, die Infobox und alles fertig. Also, wann kommt denn der Vlog online? Falls ihr mein Video von Mittwoch noch nicht gesehen habt. Es ist ein ziemlich cooles Let's Test mit Nix-Neuheiten. Ich hatte ja ein Paket bekommen, wo ganz viele tolle neue Nix-Produkte drin sind. Das teste ich und es gibt in dem Video auch eine Verlosung. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, könnt ihr da ja gerne mal vorbeigucken. Und das mache ich jetzt fertig, weil für mich kommt das ja morgen erst online.
Genau. Da setze ich mich jetzt dran. Und es ist jetzt 10 nach 8. Ja. Yummy, frisch gemachte Hühnersuppe. Ja, geilo. Guten Tag, ich melde mich auch mal zurück. Ich bin fertig mit meinem Video für morgen und habe jetzt gerade auch noch einen Vlog geschnitten. Ich mache mal kurz Licht an. So, und ich werde jetzt noch meine Wäsche einsortieren, duschen, mich abschminken. Und dann im Prinzip müsste Fabio auch runterkommen, der ist nämlich am Lernen jetzt gerade. Und dann gehen wir schlafen. Also momentan ist echt ein bisschen blöd. Nur Arbeit und PC und so. Ja gut, heute habe ich ein bisschen mit Laura gechillt, aber das war auch voll geil. Oh. Aber sonst leider nicht so spannend. I'm sorry. Aber es wird natürlich auch wieder anders. Das sind ja immer nur so Phasen, wo das mal so ist. Naja, auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich bin immer noch sehr, sehr dankbar für das ganze positive Feedback zu meinem Merch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Video. Bye, bye.